Kampf Nummer 292. Finale im Superschwergewicht. Alexei Lesin aus Russland. Klitschko aus der Ukraine. Und der Ringrichter in diesem letzten Fight kommt aus Dänemark. Paul Gardbo. Naja, also eigentlich eine Revanche, die der Bruder hier vornehmen könnte. Der ist fast 2 Meter groß im roten Dress. Wladimir verlor bei der Weltmeisterschaft im Viertelfinale im Schwergewicht gegen Luan Krasniqi mit 2:6. Da war mal 2. Militärweltmeister hinter unserem René Monse. Ja, und dieser Lesin ist ein Rechtsausleger besonderer Art, ein Taktiker. Hat 1,92 Meter und sieht eben doch 6-7 Zentimeter kleiner aus als dieser junge Klitschko. Ja, ist ein Mann, der von einer guten Deckung, einer guten Defensivarbeit aufbaut und dann seine Wirkungstreffer macht. Er will natürlich mal hinlangen, weil man weiß, dass der junge Klitschko, eben dieser Wladimir, vielleicht ein bisschen leichter zu knacken ist als sein Bruder Vitali. Ja, der könnte natürlich von oben stochern, da ist oben rechts. Weil jetzt hier lieber mal eine Lücke da. Mit der langen Linken könnte er hinlangen. Er macht sich kleiner. Das ist falsch. Gar nicht nötig. Macht sich der Großkerl. Ja. Ja, bisher wurde gewertet ein Treffer für Lesin. Er führt also der Russe mit 1:0. Ja, 1:0. Nach einer Runde liegt er vorn. Alexei Blitz. Ja, also die beiden boxen so, als ob auf den Sieger oder auf den, der trifft, ein Erschießungskommando wartet. Also ist nicht viel los da. Aber das war zu erwarten. Der lange Bursche will nicht getroffen werden. Geht selbst kein Risiko ein. Klar, wenn er die Rechte rausbringt, mit Druck. Dann muss er hinterher gehen, hinterher fallen und dann kann er natürlich wirkungsvoll abgefangen werden. Ja, also ein bisschen so, als ob die beiden Mücken fangen wollten. Die beiden boxen jetzt über 4 Minuten, reine Kampfzeit und bisher gab es nur einen Wertungstreffer. Ja, und das war Treffer Nummer 2 für Alexei Lesin. Der immer ein Risiko eingehen muss, der kleinere Mann muss nach vorn gehen, schnell gehen und die Linke bringen. Nein, also dieser Klitschko.
Er sieht so toll aus. Riesengroß, der Kerl. Ich sagte schon, knapp 2 Meter. Nochmal. Und da steht es inzwischen 4:0 für Letzin. Jetzt kann er sich was erlauben. Ja, so ist das manchmal bei den Großen, bei den Dicken. Zu denen hat ja auch mal der Peter Hosing gehört, die da ihr Pensum runterspulen, auf sicher, auf Kalkulation. Und er war ja auch kein Freund vom totalen Risiko. Manchmal hätte man auch sagen können, Peter, geh mal hin und setz mal alles auf eine Karte. Aber das war nicht so sehr seine Art. Der Taktiker, der Techniker, eben alles eine Sache der inneren Einstellung, des Temperaments. Und jetzt steht es inzwischen 4:0. Und da müsste doch der junge Bursche mal alles auf eine Karte setzen. Sie kennen die Geschichte von René Monse, der hier im Viertelfinale von dem Italiener Paolo Vidos faul geschlagen wurde. Nach dem Gongschlag bekam er noch einmal Silber und 3-mal Gold. Ja, besser kann es eigentlich gar nicht sein. So. Na nun komm mal. Und jawohl. Er versucht es wenigstens. Warum er sich kleiner macht, weiß ich nicht. Da gibt er einen Vorteil auf. Ja, und da weiß der dänische Ringrichter nicht, was er sagen müsste. Er müsste den Letzin ermahnen. Der fängt an zu klammern. Wenn er dran ist, der Mann. Jetzt wird er munter, jetzt wird er ein bisschen wagemutiger, bringt ein bisschen mehr Farbe in den Kampf, der Alexei Letzin, aber er kann sich das erlauben. Er liegt 4:0 vorne und von diesem jungen Burschen droht ihm, wenn man mal von einem Zufallstreffer absieht, keine Gefahr. Also, der letzte Kampf. Der 292. dieser Europameisterschaft, aber mit Sicherheit nicht einer der besten. Der Schlusspunkt. Mehr ist dieser Fight nicht. Helmut Ranzen, mit dem wir gleich ein bisschen